liebe Zuschauer, viele von Ihnen werden dieses Gebäude kennen. Das ist das Zahnrad. Das ist das Kinder- und Jugendhaus in Brauweiler. Und dieses Jugendhaus und Kinderhaus ist heute kein Kinderhaus und Jugendhaus. Es ist ein Repair-Café. Jetzt sagen Sie, jetzt wieder der mit seinem neudeutschen Zeug. Nee, das heißt wirklich so. Repair-Café heißt, wir reparieren Ihre Sachen in einer Art Café. Ich nehme an, da gibt es auch einen Kaffee dazu. Und das findet heute da hinten statt. Das heißt, Sie können mit einem Toaster, mit einem Fahrrad, mit irgendwas aus Ihrem Haushalt, das kaputt ist, können Sie hinkommen und können das reparieren lassen. Es gibt ganz viele Leute, die reparieren Ihnen das. Es sind auch nur noch zwei Plätze frei. Viele haben sich schon angemeldet. Denn Pulham TV hat schon mal darüber berichtet. Und wenn Sie nicht geguckt haben, sind Sie selber schuld. Wir gehen jetzt mal rein und schauen uns das von drinnen an. Mit mittelgroßem Schraubenzieher die Schnapphaken durch Hereindrücken. Jetzt sind wir im Innern des Zahnrads und hier wird schon fleißig gewerkelt. Und der Herr Lavrenz, Sie sind Mitveranstalter von dieser Aktion Repair Café. Wie sind Sie darauf gekommen? Ja, ich bin Mitglied der lokalen Agenda Pulham 21, die diese Veranstaltung heute durchführt. Wir haben verschiedene Projekte gesucht und eine Idee dabei war, aufgrund eines Artikels in der Zeitschrift National Geographic, wo es um Nachhaltigkeit ging, ein Repair-Café durchzuführen. Das bedeutet quasi Hilfe zur Selbsthilfe, dass Leute zum Beispiel Elektrokleingeräte, kleines Spielzeug oder auch Kleidung oder Fahrräder, bevor sie es wegschmeißen, einfach einem Reparaturversuch nochmal unterziehen. Für viele Leute ist es sehr ärgerlich, dass Geräte kurz nach Ablauf der Garantiezeit kaputt gehen und sie im Prinzip gezwungen sind, etwas Neues anzuschaffen. Diese Ausgaben möchten wir natürlich vermeiden und wollen einfach den Leuten dabei helfen, einen Reparaturversuch durchführen zu können. Jetzt sehe ich hier, jetzt sind ja schon einige Leute gekommen. Und woher nehmen Sie die Fachleute, die das reparieren können? Wir hatten auf dem letzten Pulheimer Stadtfest einen Stand, wo wir im Prinzip das Interesse schon mal abgefragt hatten. Wir hatten Listen ausgelegt für Leute, die Möglichkeit haben, solche kleinen Reparaturen durchzuführen. Wir haben das nach Fachgebieten aufgegliedert und auf der anderen Seite haben wir auch abgefragt, welche Leute Interesse daran haben, Kleingeräte zu reparieren, die sie gerade vorliegen haben. Und dieser Stand ist auf sehr großes Interesse gestoßen. Ich habe hier mal das Anmeldeformular, das Sie den Leuten geben, bevor sie etwas abgeben. Und dann sehe ich ja erstmal Name klar und so und was es ist. Und danach ist die Haftungsbegrenzung. Das heißt, Sie müssen jetzt auch aufpassen, dass Sie nicht irgendwas noch eher kaputt machen als ganz machen. Die Gefahr besteht natürlich nicht, aber es kann ja mal sein. Ne? Ja, natürlich. Es ist so, dass wir sind natürlich kein kommerzieller Betrieb und wir wollen natürlich auch in keinster Weise den kommerziellen Betrieben irgendeine Konkurrenz bieten. Hier ist, wie gesagt, Hilfe zur Selbsthilfe angesagt. Das bedeutet, dass wir entweder die Leute dabei unterstützen, dass sie es reparieren oder unser Fachmann eben dabei hilft, das entsprechende Gerät instand zu setzen. Das bedeutet natürlich für uns, dass wir für die durchgeführte Reparatur keine Haftung übernehmen können. Das bezieht sich insbesondere auf Elektrogeräte, wo ja nach den einschlägigen Vorschriften auch bestimmte Prüfungen zum Beispiel vorzunehmen sind. Die können wir hier natürlich nicht durchführen. Man musste sich vorher so ein bisschen anmelden, damit man sein Gerät schon mal abgeben konnte. Also ich sehe, hier standen einige Geräte schon rum und die Besitzer waren gar nicht da. Wie oft kommen Sie in diesem Jahr noch? Ja, das war natürlich vorteilhaft, wenn man sich angemeldet hat. Man konnte sich übers Internet anmelden und wir haben heute 30 Festanmeldungen gehabt. Natürlich kommen auch Leute vorbei, die sporadisch ein Gerät zur Reparatur vorbeibringen. Geplant ist im Augenblick, dass wir noch drei weitere Repair-Cafés im Jahr durchführen wollen, aber das wird die weitere Planung zeigen. Hier wird zum Beispiel ein Föhn repariert. Beziehungsweise der Kollege versucht es, aber er schraubt schon sehr eifrig daran.
Man muss ja jetzt kein Spezialist sein, um Föhn reparieren zu können, aber ein bisschen handwerkliches Geschick ja schon. Was ich fragen wollte, was wir unbedingt sagen müssen, das Ganze ist kostenlos. Also Sie können Ihre Geräte hier vorbeibringen, natürlich besser anmelden, und das Ganze kostet nichts. Die Art der Reparaturen ist relativ gleich immer. Jetzt haben Sie aber gesagt, Sie würden auch Fahrräder nehmen, Holzspielzeug zum Beispiel reparieren. Und auch, ich habe da hinten gesehen, da wird auch genäht. Ja, genau. Wir haben also eine relativ breite Palette an Reparaturmöglichkeiten, die wir uns vorstellen können. Wir hatten zum Beispiel eine Anmeldung, dass heute einer mit einem Fahrrad vorbeikam, wo die Speichen gebrochen waren. Da wurden die Speichen ausgewechselt. Eine Frau ist vorbeigekommen, die hatte etwas zum Nähen. Darüber hinaus ist natürlich die breite Palette von Kinderspielzeug. Ich denke da zum Beispiel an irgendein Holzspielzeug, wo ein Rad gebrochen ist. Das wären so typische Reparaturen für einen Repair-Café. Ja, ja. Ich habe eben einen Herrn gesehen, der wollte seine Jeans kürzen lassen. Sagen wir so, das ist es nicht die Hauptaufgabe, oder? Nein, natürlich nicht. Das ist nicht die Hauptaufgabe. Das sind ja schon Schneiderarbeiten oder Änderungsarbeiten. Eigentlich der Schwerpunkt liegt auf der Reparatur und auf der Instandsetzung. Das ist wichtig. Ja, ja. Das Ganze ist kostenlos, wie Sie sagten. Wir hoffen natürlich auf eine kleine Spende von den Leuten, die hier was reparieren lassen wollen. Von diesen Spendengeldern würden wir dann neue Ersatzteile, gegebenenfalls Werkzeuge kaufen. Ein möglicher Überschuss würde der lokalen Agenda 21 zugutekommen, die als gemeinnütziger Verein diese Gelder für ihre Projekte dann entsprechend im Raum Pulheim einsetzen würde. Also die Agenda 21, das ist eigentlich der Träger dieser Aktion. Also die Idee kam daraus. Ja, genau. Einer der Schwerpunkte der lokalen Agenda 21 ist die Nachhaltigkeit. Und das ist natürlich ein ganz prädestiniertes Projekt im Sinne der Nachhaltigkeit, dass man also die Dinge nicht wegschmeißt, sondern dass man sie versucht zu reparieren und dadurch eben Rohstoffe spart und eben zusätzliche Artikel einfach einspart. Mit wie vielen Besuchern rechnen Sie heute insgesamt? Also wir haben eigentlich keine Vorstellung. Wir hatten bisher 30 Anmeldungen zur Reparatur. Aber wir sehen, wir haben auch einiges an Laufkundschaft bisher hier schon gehabt. Also vorsichtig geschätzt würde ich mal sagen 150 bis 200 Leute. Ich weiß nicht, ob es realistisch ist. Das, was Sie da machen, das sieht ja sehr nach einem Kostüm aus, stimmt das? Ja, das stimmt. Hat jemand von Ihnen hier das Kostüm nähen lassen? Ja, die Dame neben mir, die jetzt gerade sich stärkt. Ach, sie stärkt. Hier gibt es ja was zu essen, wie schön. Kaffee und Kuchen, kleine Spenden. Das heißt, ich kann auch bei Ihnen mein Kostüm vorbeibringen. Ich bringe Ihnen so ein Viereck in Lappen und Sie machen dann Clown draus, oder so? Also nicht ganz. Das Kostüm war schon etwas fertig und es musste noch vervollständigt werden. Ach so, also nur noch die Feinheit im Frage. Eine Tasche für das Handy oder fürs Tempotaschentuch. Ja. Dann wollen wir hoffen, dass die nächsten drei Termine auch funktionieren. Die wären dann auch hier am Zahnrad, ne? Alle Voraussicht nach auch im Zahnrad. Das eignet sich einfach für solche Aktionen, weil es einfach groß ist und auch entsprechende räumliche Möglichkeiten hat. Hier gibt es zum Beispiel auch eine kleine Werkstatt, die üblicherweise sonst von den Jugendlichen hier in Anspruch genommen wird. Und einfach die Lokalität ist sehr ansprechend für solche Vorhaben. Dann vielen Dank, Herr Lawrenz. Und wir sehen uns ja im Laufe des Jahres vielleicht nochmal wieder. Dankeschön. Ja, hoffe ich auch. Dankeschön.